Herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier in Thüringen. Wir machen das aktuell die erste Probefahrt. Es klappt mit Gülle beladen. Das heißt, da bin ich immer noch dabei. Vertraue nicht ganz so, ne? Aber ich denke mal, was wird er hinkriegen? Auf jeden Fall, ne? Und dann schauen wir her. Ja, Ernte geht noch nicht. Oh. Die Ernte geht noch nicht, aber wir müssen sehen, ob wir was. Ja, ob wir noch eine Arbeit finden, ne? Also. Wir müssen noch ein paar Strohballen in Sicherheit bringen. Die noch draußen stehen. Das werden wir ja noch machen nachher. Eine kleine Radlader. Die wir haben. Also klein, ne? Also wirklich klein. Mit 80 durch den Ort, ne? Ja, das ist ja schön, ne? So gut. Das passt. Muss ich mal, das muss ich ausmachen. Das muss ich, das ist ja schwierig. Jetzt kommt mir am liebsten oder viele Meldungen, denke ich mir. Aber mal Telefon ausmachen. Beziehungsweise den Ton. Dann haben wir einen weniger. Aus. Das ist am ersten Abend kein. Der iPad. Das war einfach. Auch aus. So, jetzt kommt Stunde der Wahrheit. Trinken wir einen drauf. Und klappt. Das ist ja ganz wichtig, dass es klappt. Das heißt, dass er hier nächstes Mal gegenfährt und auflädt. Schon so gedacht. Abholen und abliefern ist eigentlich richtig. Neuer Versuch. Junge, einkippen, einkippen. Ist das noch ein anderes Modus? Das ist jetzt Fahrer. Neuer Versuch, das muss doch irgendwie funktionieren. Ich kann doch nicht die ganzen Aufgaben immer allein machen. Bei den vielen 100.000 Litern. Und wir kriegen noch mehr Kühe. Geplant. Passen in den Stall, passen 750 Stück rein. In den einen. Und den anderen sind 350. Das ist ja ein Haufen Koks. Hat da vorhin gut geklappt. Da ist es. Nicht, dass ich ihn dauernd R drücken muss. Oder er muss ein bisschen warten. Das ist ja doof.
War noch eine Runde mit. Ich ganz voll mache, das ist ja auch nicht ein Problem, aber Abladen eine Minute, eine Sekunden. Nächster Punkt, das Abladen ist ja auch ein Heikel, ne? Oh, die Ernte kann losgehen. Die Ernte. Sofort auf 1 gehen. Und jetzt 15 Uhr, hat man ja gewusst. Ja, das machen wir dann im Livestream. Das passt nämlich ganz gut. Das ist die Folge Nummer 6, also Freitag. Und die Folge hat noch ungefähr 10 Minuten ungefähr und dann werden wir die Ernte jetzt beginnen. Mir sehr, sehr eng hier gebaut, weil wir ja nicht parallel vorbeifahren können. Sind wenige Zentimeter. Ja, jetzt geht's. Gut. Das muss ein bisschen eingestellt werden, dann geht's auch. So, das ist das. So. Das Beladen noch klappen muss es auch noch und dann geht er gut. Dann haben wir das. Ein Problem. Das heißt Problem. Unsere eine Arbeit weniger los, ne? Also. Dann lasse ich mal schön fahren. Das klappt dann ja super. So. Wir müssen ja ein bisschen Futter kriegen, also. Eine gute Zeit. Dann können wir 2 Stunden Ernte machen im Livestream und dann ist es gut. Sonnenblumen. Was wir machen könnten, ist noch gleich. Der sind gleich fertig und dann machen wir gleich Raps auf Restarbeit und dann Raps auf Feld Nummer 41. Das machen wir jetzt alleine. Geht nicht in die Galle. Ich arbeite mit Vollgas, ne? Und die Menge müsste für Feld Nummer 41 noch reichen, denn Raps braucht weniger Menge. Zumindest dafür alles schön vorbereiten, das kann er nebenbei
nachher die Ernte erfolgen. Ne? Sind die auch satt, wenn ich die Ernte mache. Und da ist auch noch ein Feld. Da werden wir noch eine zweite Maschine holen. Also da führt dann mit einer nichts. Beziehungsweise dauert so lange. Da werden wir eine kaufen. Und da werden wir mit zwei Maschinen arbeiten. Und da kommt auch noch ein Raps rein. Ne? Also die Fruchtfolge müssen einhalten. Im Grunde. Ja, Raps. Was wäre noch? Ne? Also als Ölfrucht oder als Kartoffeln wäre, naja, gut, man muss im Herbst sowieso nicht, ne? Aber das muss jetzt nicht sein, das ist zu weit weg. Dazu haben wir die Geräte gar nicht. Denn die Geräte kaufen, das kostet ja erstmal einen Haufen Kohle, ne? Man muss ja nicht nur, ne, die Aussaat macht, na, die macht keine Kartoffel. Mod schon. Finde ich ein bisschen übertrieben, weil eine Sämaschine für Getreide kann keine Kartoffel aussehen. Ich meine, gut, wenn ich jetzt sage, ich mache Morim, weil es nichts anderes gibt. Ja gut, ne? Morim ist ja wie eine andere Sorte, ne? Ist ja, jo, das kann man schon so aussehen, ne? Aber wahrscheinlich eine andere Programmierung, eine andere Saatdichte. Weiß ich nicht genau. Vielleicht auch nicht in der Größe oder in der Fläche. Aber die Ernte wird schon so erfolgen mit Maschinen und so. Sonst könnte man die ganze Preis mit dem Laden nicht anbieten. Und geht es ja immer alles darum, mit Maschinen zu machen, um den, ja, um es bezahlbar zu machen und um vor allen Dingen die nötige Menge. Also wenn man den Leuten entsprechend das Geld geben würde, was sie bräuchten zum Leben, dann müssten die Preise im Laden anders sein. Ne? Aber natürlich kann man sagen, okay, wir machen Maschinen. Was für eine hässliche Fläche da vorne. Kriege ich nicht weg. Wahrscheinlich will der Dünger. Nicht da rangehen, ne? So. Unterwendengerät und mal rüberfahren in die Kurve. Und zusammenklappen. Rüber zum Feld Nr. 41. Und da werden wir jetzt Raps einstellen. Vollgas, Junge, mit Vollgas. Aber starten wir in der nächsten Folge. Müssen wir den Kurs speichern, sonst sind wir weg nicht mehr. Das ist noch was da. Da ist ja noch was. So. Aber nicht Raps. Das geht schief. Das wäre was geworden. So, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Dann sei auch hier mal tschüss und ciao, ciao. Hoffe, es hat euch gefallen. Und auch einen schönen Dank fürs Reinschauen. Wir machen nächste Woche
weiter, also zum Livestream mit der Ernte Soja und Sonnenblumen und die Aussaat. Und die Aussaat. Hat er gar nicht gemacht, ne? B und V. Müssen wir noch rein. Weizen haben wir drin, ja. Jo, gut, das ist weg. Und dann gleich mal hier vorne, ne? Die Ecke. Ja, und nächste Woche auch noch die Aussaat, Feld Nummer 47. Da war ja Getreide drin gewesen, da werden wir auch Raps machen. Dann machen wir zwei Felder Raps. Und zwei machen Felder Gerste. Können wir auch noch machen. Da wo jetzt der Sonnenblumen drin war. Und Soja. Und vorne auf der 12. Wahrscheinlich Wiese. So, dann nochmal tschüss und ciao. Bis dann. Tschüss.